shit. Yeah. Dress like a motherfucking god when I reach the spot. Niggas always tell me that I made it from the empty slot. Sind wir von der Leitung gerade? Wann sind die? Wann von mir hier? Nein, gut, dann kommen wir hinten ins Büro. Bist du denn noch länger wach? Ja, an sich schon. Okay, dann lass mal noch hinten hier. Ich versuch's dann mal richtig mit bis später. Gary, kann ich mit? Wenn sie das will. Keine, ja. Komm ran. Grüße. Grüße. Lang nicht mehr gesehen. Ja. Dachte schon gerade. Du hast mir gar nicht gesagt, dass sie gearbeitet hat, das. Ja, doch. Nein, du hast mir nur gesagt, dass du schon mal beim PD warst. Ach so, ja, sorry. Aber von hier hast du mir das noch nie erzählt. Ja, so weit kamen wir tatsächlich damals noch nicht. Ich hab mich noch gewundert, ich hab hier Riley drin stehen. Ich denke zuerst, ich hab Simon falsch eingespeichert, aber nee. Nee, den hab ich ja auch unter EMS30 Riley. Jetzt hab ich dich unter PD60, nicht Simon, Ryan Riley. Ja, super. Okay, wunderprächtig. Ich hab mich heute tatsächlich sehr lange mit einem anderen Fall befasst, deswegen muss ich gerade hier nochmal reingucken. Akten, Costa fast gar nichts. Oh so. Wow, warum höre ich diesen Spruch täglich? Mein ich heiße Gott. Gary, was glaubst du, wie viele Schneckensprüche ich mir anhören darf? Ja, ja, ich krieg jetzt könnte ich ja böse sein und also, sagen, Gary, du bist heute so langsam wie Gary die Schnecke. Weil du ja, spät in den bei uns hatte einer mal so viel Langeweile gehabt. Das haben wir noch bevor ich meinen einmonatigen Urlaub hatte. Da hatte jeder Name einen anderen Namen. Ich war die Köster, zum Beispiel Forest war Wald gewesen, Water war Wasser, jeder hat einen anderen Namen bekommen. War nicht Forest, hätte ich gesagt Forest Gump. Ja, irgendwie. Ja, was der gerade macht, juckt mich gerade einen Scheiß. Nee, ich bin sauer auf den. Okay. Ja. Weil, wenn das sich bewahrheitet und das mir Steine im Weg legt, dann wollte er bei mir nicht mal ankommen. Weil sowas kann ich echt nicht gebrauchen. Der hätte, wenn er so wirklich die so Vermutung hat, dass ich mir was angetan hätte, dann hätte der vorher hier anrufen können, denn schließlich ist er auch ein Notfallkontakt vor mir. Ich, wenn er anruft und fragt, nicht ist die Person heute da gewesen, hättet ihr sagen, oder hätten die Kollegen sagen können, ja oder nein? Ja, ich war heute hier wegen meiner Nachuntersuchung, wegen Fäden ziehen. Aber wenn mir was passiert wäre, hätte er sowieso einen Anruf bekommen, da dieser auf der Notfallliste steht. Ja. Und sollen jetzt nicht damit hier zu unseren Kollegen rennen und ich zigtausend Anrufe habe von Kollegen, nur weil ich drinnen für eine Stunde war, was essen war, kochen war und essen war, das geht doch gar nicht. Aber nur weil mein Auto... Nein, es geht mir halt nur darum, dass ja mein Auto ja nun nicht vor der Tür stand. Und denkt, dass ich sonst was lässt, das Auto suchen, orten. Von den Kollegen aus von der Leitstelle. Ja. Und das geht gar nicht. Nö, das geht wirklich nicht. Sag einfach, wenn du soweit bist, Gary, ne? Jo. Okay. Genug aufgeregt. Ich glaube, das wird jetzt im Laufe des Gesprächs wird noch ein oder andere Forum, weil wir werden jetzt wahrscheinlich ein paar Themen ansprechen, die, auf die du nicht ganz so gut zu sprechen sein wirst. Mhm. Das musst du durch, keine Sorge. Ich weiß. Okay. Wo fange ich das am besten an? Wie fange ich das an? Gut, du wolltest mich davon überzeugen, dass du willst, dass ich glaube, dass es dir so gut geht, wie ich hoffe, dass es dir geht. Ja, mir geht's auch gut. Warum machst du denn das fest? Dass ich gute Laune habe. Dass ich meinen Dienst vermisse, dass ich in den Dienst gehen will. Du hattest doch auch gute Laune bis zu dem Zeitpunkt auch, als du den Kollegen gesehen hast. Ich hatte bis da, also wo ich den Kollegen gesehen hatte, den Kane, also bevor ich den Kane gesehen hatte, hatte ich gute Laune. Und dann auf einmal, in dem Moment hatte ich einen Schockmoment gehabt, da hat mein Heulanfall, ja, ich weiß, hat einen Zusammenbruch, hätte nicht passieren dürfen. Aber ich bin sofort, habe ich gesagt, Leute, ich kann das gerade nicht. Bitte übernimmt jemand die Leitstelle, übernimmt mein Rookie, ich kann gerade nicht, ich bin gerade nervlich fertig, ich dachte, ich sehe Hesse und bin eigentlich auf dem Weg nach oben gewesen. Ich war aber klar im Verstand, als ich nach oben gefahren bin, hatte ich einen scheiß Autounfall gehabt wegen meinen Problemen. Wegen dem Code-7-Problem? Richtig, und deswegen hatte ich einen Unfall gebaut. Bin dann hier gelandet und dann hat mich ein Kollege nach oben gefahren. Ich bin sofort aus dem Dienst gegangen, habe keinen Dienst mehr gemacht. Weil ich mich ausruhen wollte. Mhm. Weil du den Kaffee für den Tag sowieso aufhattest. Und was dann?
fahre ich mit dem Idioten von meinem Freund rum und der baut dann noch einen Unfall. Ich habe zu ihm gesagt, pass auf. Was ist, er fährt den anderen Rookie, mit dem wir privat unterwegs waren, fährt er voll in die Karre rein und wir bauen schon wieder einen Unfall. Und ich weiß halt nur, dass ich nach kurzer Zeit bewusstlos wurde und er sagte zu mir, er hat gedacht, ich würde nur so tun. Als ob ich nur so tun würde, hallo, ich war bewusstlos. Mama hat mir gesagt, sagt, ich soll aufpassen. Dann sind die Rippen so am Arsch, dass ich eventuell dann keine Luft mehr kriege. Und so war es ja auch. Was hat nur, dass ich keine Luft mehr bekomme, aber dann war ich schwarz vor Augen. Bin ich ja hier im Krankenhaus wach geworden. Aber trotzdem, ich hatte eigentlich bis dato gute Laune gehabt. Dann halt, ne, in dem Moment Schockmoment. Bin extra geguckt, dass ich außer Dienst gehe. Natürlich ging es beim Abend dann noch so mies wegen den Unfällen und weil ich dachte, ich hätte Hesse gesehen, aber später ging es dann, weil ich hier mit Riley ja noch unterwegs war. Er war ja für mich da gewesen. Und dann gestern, wo ich ja mit den Rookie unterwegs war, hatte ich auch voll die gute Laune. Natürlich erst im Moment so, komischer Moment, aber trotzdem gute Laune gehabt. Spaß gehabt mit dem, hab mit dem gequatscht. Er wollte halt wissen, wer Hesse war, habe ich denen das erklärt, wer das war. Und einfach gut getan, auch mit dem Rookie darüber zu reden. Mhm. Weil er wollte halt wissen, wer er war und wie er war. Habe ich halt mit ihm darüber geredet. Ist ja nichts Verkehrtes. Dass derjenige, der jetzt vielleicht gerade unbewusst einen Schock bei dir ausgelöst hat, wissen will, woran das liegen könnte, das ist irgendwo, ja, das steht man schon irgendwo. Nee, er wollte halt wissen, so, wer er war. Und habe ich ihm jetzt erklärt, wer er war und so. Okay, wer war er denn? Wie bitte? Wer war er denn? Oder wie war er denn? Bekloppter Vogel. Ich sag nur, mein allerersten Dienstag, okay, ist nicht da, wo ich meine geehrte, den ersten Tag, wo ich richtig Dienst gemacht hatte, bin ich in den Dienst gegangen, ich voll nervös, weil ich da voll den Funk verhauen hatte. Kommt er an und sagt, yo, ich bin Hesse. Ich so, hallo Herr Hesse. Der so, wage es dich einmal sie zu sagen, ich klatsch dich um. Ich so, okay, direkt mit dem Du angefangen. Und was ist? Ich habe mit denen immer wieder Unfälle gebaut. Der konnte kein Auto fahren. Der konnte kein Auto fahren. Ich hab gerade die Krankenakte, gut, eine Menge VUs, die ich hier sehe. Hesse konnte. Hesse oder was? Ey, das war immer ein Dienst gewesen. Hesse, der Idiot, immer mit der County 7 gefahren, weil der die ST07 war. Und das, und... 3, oh, wow. 5, ein Moment, gerade ein Telefon. O'Sullivan, ich rufe dich später an, okay? Jo. Ich bin gerade ein bisschen im Gespräch, ich melde mich. Ciao. 14 Stück. Ciao. Läuft. Und meine Rookies, oh. Nee, war das so gewesen? Er hat die County 7 geliebt, das war ein Scout gewesen. Er konnte damit aber überhaupt kein Auto fahren. Und obwohl er einen Unfall gebaut hatte mit mir, meine Verfolgungsjagd, hatte nur Schwein gehabt, meine Rippen nicht komplett durch, weil ich ja schlau war und hatte von einem vorigen Unfall Weste angezogen. Mhm. Und dann hat er den, mit seinem Auto den Krieg erklärt und gesagt, nee, mit mir fahr ich nicht mehr. Oder wir quälen ja auch öfters mal unsere Rookies, so eine kleine Rookie-Ärger-Sache, wie ihr auch mit den Azubis umgeht, ne? Irgendwie muss man die Rookies ja verarschen. Also das, was zum Beispiel Felix mit seinen neuen Security-Leuten macht, ist dieses, du musst einmal getasert werden, dass du weißt, wie sich das Ding anfühlt, ist bei uns einfach, du musst einmal im Leben durch eine Horrorverkehrskontrolle durch, so. Oh, dann, ja. Wenn ich mich jetzt in Zivil da einfach hinsetze, das provoziert, dass die mich rausziehen. Ah. Und dann halt auch sozial ein Stück Scheiße bin, was du dir nur vorstellen kannst, Gary. Aha. Ich bin beim Esti mal mit mir abgezogen und gemeint, ja gut, wir haben jetzt hier ein paar Rookies. Ein Kollege hat mich gerade angerufen, wollen wir den mal ein bisschen das Lebensschirm machen? Weiß ich nicht, ob ihr den noch kennt, Ethan Nolan. Ethan Nolan. Nolan, warte mal, der ist, glaube ich, mit mir zusammen eingestellt worden, ich weiß es nicht. Ich kenne ihn aber. War mal Leitung von der PMU. Ah, okay, ja doch, der ist, glaube ich, mit mir zusammen eingestellt worden, glaube ich schon. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, der hat der Hesse Krieg erklärt mit dem Scout, weil er mit dem Scout nicht mehr fahren wollte. Eine Woche später ist er trotzdem wieder in der Karre eingestiegen. Jedes Mal. Und jedes Mal, wenn wir drin saß, hat einen Unfall. Ja, mit der schon. Horror 1090 war ja auch so gewesen, haben sie mit mir auch gemacht. Auf dem Gelände bei uns. Haben mich nur gebrieft, was Sache ist. Ich lese so, ne, tu so, dass ich in die Akte lese. Bin in der Akte von demjenigen drin, von dem Kollegen. Muss ich mir also natürlich was ausdenken in dem Moment.
Und ich sag da gerade was und dann hauen sie ab und lass mich da eiskalt stehen. Ich denk mir auch so, wow, danke. Und ihr fand das lustig. Hab ich ins kalte Wasser geschmissen. Und das letzte Mal halt, wo ich Hesse sehen konnte, ist halt einen Tag, wo ich FTO-Anwärterin geworden bin, weil ich auch werden wollte, weil er es war. Und haben es auch gesehen, da war er an dem Zeitpunkt suspendiert, weil er Scheiße gebaut hat anscheinend. Hab mich noch später angerufen, wo ich außer Dienst war. Hat dann gesagt, hey, ich bin wieder eingestellt worden. Ist ja cool. War der letzte Moment gewesen, wo ich den letzten Wort mit ihm wechseln konnte. Und dann habe ich ja wieder erfahren, wo ich nach einem Monat wieder kam, dass er nicht mal ist. Ich bin halt am SD, ich stehe da oben, warte auf meinen Captain und dann erzählt man mir das. Und ich natürlich auf dem Gelände, war ich ja zivil da gewesen, gerade aus dem Urlaub zurück. Und das fand ich halt in dem Moment ein bisschen hart, dass man mir das so an den Kopf geschmissen hat. Man hätte es anders sagen können. Die alle wussten eigentlich, dass ich mit Hesse gut konnte. Weil wir hatten eigentlich auch hinterher Verbot bekommen, zusammen Streife zu fahren, weil ich eigentlich nur mit ihm unterwegs war. Haben wir Ärger bekommen. Also quasi wie Pech und Schwefel. Ja. Oh ja. Ich hab den immer so angemault, ich so, Hesse, machst du wieder Politesse? Nö, warum? Ich so, guck mal die Verwaschel an, die ist wieder voll mit deinem Namen, du Trottel. Der war abschleppgeil. Überall, wenn eine Falschparkasse abgeschleppt, jedes Mal locker 100 Fahrzeuge an einem Tag abgeschleppt. Ich denke mal auch so, der hat's noch nicht mal alle. Oder lag da mal am Boden, weil ich mit einem Kollegen geboxt hatte. Einer so, ey, hast du mal, hat jemand einen Lutscher dabei, ist ja ist. Ja, ich schmeiß das mal in Hesse. Habe ich in den Kopf geklebt, der so, versucht mit den mit der Zunge an den Lutscher zu kommen. Sagt, ja, da liegt der Lutscher. Und es war ein Moppelchen. War ein Moppelchen. Moppelchen, weil es dicker war. Hab meine Weste mal gesehen, wenn die Weste anhatte. Habe ich ihn mir Moppelchen genannt und dann hat er gesagt, ey, ich bin kein Moppelchen, du bist ein Moppelchen. Ich sage, nee, du bist ein Moppelchen. Haben uns immer gegenseitig geärgert. Also wir waren auf jeden Fall Streifpartner aufeinander aufgepasst. Dass keinem was passiert. Trotzdem ist mal irgendwas passiert. Passiert. Okay. Ja, also Verkehrsunfall. Verkehrsunfälle! Ja. Ständig Verkehrsunfälle mit Hesse. Ständig. Ja, meistens, er ist immer gefahren. Du sagst auch Beifahrersitz, wenn ich deine Akte so deuten darf. Er ist gefahren. Das ich muss da gerade so drüber lachen. Das ist so wahrscheinlich der Punkt, wenn ich eure Akten vergleiche, sehe ich, in welchen Tagen ihr zusammen Dienst gemacht habt, ne? Wie bitte? An welchen Tagen ihr zusammen Dienst gemacht habt, kann ich sehen, was ich vergleiche. Ne? Wir haben jeden Tag Dienst gemacht. Okay, an welchen. Ja gut, okay, never mind. Jeden Tag, also okay, jetzt vor meinem Urlaub war der eine Zeit lang ja auch suspendiert, weil er Mist gebaut hatte. Da bin ich nicht mit ihm gefahren. Da sind dann Kollegen, haben dann Unfall gebaut, aber meistens Unfälle, die ganz davor waren, war Hesse schuld. Jedes Mal. Ist immer so, boah, Hesse, dein Ernst? Nee, war ein bekloppter Vogel. Also, der Moment hat er nicht verkehrt. Er hat mir auch immer geholfen. Hat auch zu mir, wo ich ja auch mal Panik hatte, dass ich meine Leitsteinprüfung nicht bestehe, hat er auch gesagt, ey, das schaffst du. Was ist? Hab mir dran geglaubt und hab's geschafft. Na, siehst du. Und das versuche ich auch jetzt den jetzigen Rookies beizubringen. Wenn sie mal was Negatives im Laufzettel haben, dass sie es schaffen, dass wir es hinkriegen. Und ich helfe denen, ich baue den auf. Natürlich hat auch ein Rookie mal mit Absicht, glaube ich, einen Unfall gebaut, weil er down war. Ich habe gesagt, hey, hör auf damit. Ich bin da für dich. Du bist einer meiner Schützlinge. Hey, ich bin Mama Costa. Da fingen die an zu lachen. Mein Spitznamen habe ich nur durchstehen. Nee, die Zeit da mit Hesse werde ich nie vergessen. Bleiben lustige Erinnerung. Ja, glaube ich gerne. Also im Endeffekt muss man, sorry, wenn ich kurz unterbreche. Muss ja so sehen, Gary, dass Hesse war ja ihr bester Freund. So, und dementsprechend ist natürlich dann auch logischerweise der Schock in dem Moment, wenn du jemanden Neues triffst, sage ich jetzt mal, der dem halt sehr ähnelt, dass du halt in dem Moment wirklich halt
einen Schock hast. Ja, klar. Das Problem ist jetzt halt nur einfach so, weswegen sie halt auch dieses Gutachten von dir benötigt, dass du sie halt für diensttauglich empfindest. Einfach weil die Chefebene da halt eben auch Bedenken hat, dass das erneut nochmal passieren kann. Mit demselben Rookie halt. Na, das Thema ist allerdings jetzt halt folgendes. Ich bin jetzt die letzten 2 Tage immer wieder, also bevor sie suspendiert wurde, muss ich dazu natürlich sagen, auch mit ihr immer mal gefahren. Sie ist kernentspannt. Das Einzige, wenn sie sich mal kurz aufricht, ist es halt wegen dem Code 7, wofür sie selber ja auch nicht kann. Ich erinnere mich nicht dran. Na, dafür kann sie ja wirklich auch nichts, muss man ja der Fairness halber dazu sagen. Aber grundsätzlich wüsste ich jetzt ad hoc auch keinen Grund, warum sie nicht dienstfähig wäre. Also ich persönlich sehe es jetzt halt nicht. Okay, wie gesagt, das habe ich auch letztes Mal schon erklärt. Ich halte sie nicht für nicht ungeeignet für eine Polizeidienst. Ich halte sie auch nicht für dienstunfähig. Ich will nur tatsächlich gerade alle Eventualitäten abdecken, weil ich habe nicht die Befürchtung, dass das bei dem gleichen Kollegen wieder passiert. Weil ich habe ja schon gehört, sie hat dann quasi weiter mit dem Dienst gemacht, hat sich mal mit ihm unterhalten. Das ist jetzt nicht das große Problem. Ich hab die Befürchtung, dass es irgendwie vielleicht noch was geben könnte, was das nochmal auslöst. Vor allem, weil du ja zu mir meintest, du hast bisher noch mit keinem so wirklich darüber geredet. Und dass dir das so ein bisschen so blank an den Kopf geworfen wurde, ja übrigens, dein bester Freund ist doch, das ist so ein bisschen, dass das irgendwo einen noch so ein bisschen mitbelastet. Ich will einfach, dass ich sehe, dass du auch darüber reden kannst, dass du das Ganze einfach auch mal rauslässt. Und dass das Ganze dann halt... Ich irgendwo die Quirks irgendwo kenne, diese was das quasi auslösen könnte. Wenn ich da sehe, dass die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass da irgendwie tatsächlich was ausgelöst werden kann. Ich sehe, du willst wieder in den Dienst, du fletschst deine Zähne. Oh ja, den vermisse ich. Zu dem Thema, Gary, weil du es gesagt hast, sie hat tatsächlich, weil ich bin dahingehend, ich weiß nicht, ob du dich dahingehend noch gut genug an mich erinnerst, ich bin ja sehr penetrant in gewissen Fällen. Und ich bin für sie extra in den Feierabend gegangen, wo sie suspendiert wurde, und habe mit ihr drüber geredet. Ja, sie hat auch immer ursprünglich, sie wollte nicht wirklich drüber reden. Ja, ich habe sie dann aber, naja, zwingen klingt jetzt wieder sehr böse, aber du weißt, was ich meine. Ne? Genötigt. Ja. Genötigt dazu, dass wir drüber reden. Und nicht mal 20 Minuten später, nachdem wir das Gespräch hatten, war sie freudestrahlend. Ja. Auch heute, ich bin mit ihr heute durch die Gegend gefahren, einfach nur um sie abzulenken, weil klar, es tut weh, wenn sie sieht, jetzt sie kriegt Stütze, sie kriegt keinen Gehaltscheck ausgestellt oder sonst was, ne? Aber glaub mir, sie hat das ein, zweimal, die ersten 2 Paychecks oder Stütze-Checks hat sie es angesprochen, so, oh ja, Stütze, danach war halt komplett Ruhe damit. Danach war halt nur noch im Endeffekt ganz normal Gequatsche zwischen uns. Ich sag ja nur mit den Chaoten, mit denen wir Beton gemacht haben, was wir für einen Spaß da hatten in dem Moment. Ja. Obwohl ich eigentlich keinen Bock drauf hatte, haben wir das gemacht, um ein bisschen ablenken und so ein bisschen quatschen. Und wir haben da echt nur Faxen gemacht. Nur Blödsinn gelabert. Ja, also grundsätzlich habe ich ja auch gesagt, egal was passiert, egal was los ist, meld dich bei mir. Und wenn ich auch notfalls im Dienst bin, fahre ich dann halt trotzdem kurz rum und schnapse mir. Und ich habe auch der Leiter letztens gesagt, so, ich packe mir die Costa. Ich nehme die mit auf Karre. Immer zusammen, weil wie gesagt, du kannst das halt, muss man natürlich auch sagen, das kennst du ja selber im EMS auch, du kannst nicht mit jedem Kollegen über deine Themen, die dir selber auf der Schulter oder auf dem Herzen liegen, reden. Das ist richtig. So, und ich persönlich bin halt ein Mensch, sie tut mir in der Hinsicht, ich sag mal vorsichtig, leid, möchte ihr helfen, weil mir sowas selber halt auch wehtut, sowas zu sehen. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ganz gut dann auch. Das Ding ist halt auch noch so, ich habe mit meinem Freund gestern geredet, er war ja auch dabei. Ich habe meinem Freund mal alles an den Kopf geschmissen, was mich die letzten Wochen belastet hat. Ich habe ihm gesagt, ich hätte ihn in dem Moment gebraucht, wo ich das erfahren habe, dass Hesse tot ist. Er hat mich abgewimmelt. Sein Dienst war ihm lieber als seine eigene Freundin. Und das ging gar nicht. Das hat mir gestern nochmal übelst wehgetan und heute die Retourkutsche von ihm in dem Sinne, meiner Meinung, dass er damit nochmal zum Captain und zu der Ausbildungsleitung geht, die halt für FTOs zuständig ist, dass sie mich dann auch noch penetrant angerufen haben, wo ich in der Bude nur was essen war. Und wo,
wurde mir direkt gesagt, ja, geht's dir gut? Ich so, ja, mir geht's voll gut. Was ist denn los? Ja, dein Mensch steht hier, ist am Heulen ohne Ende. Der hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Der denkt, dass du dich umgebracht hast. Ich so, wie bitte? Da war ich so sauer geworden. Ich kann nur sagen, gestern Abend wollte ich einfach mit keinem reden. Ich wollte einfach mal, ich saß am Strand, hab mir was Musik angehört, über alles nachgedacht, was gerade in meinem Kopf vor sich ging in dem Moment, weil das so wie ein Schlag ins Gesicht war. Erst die Scheiße, dass ich einen Zusammenbruch hatte, dann die Suspendierung. Erst hieß es, nein, ich werde nicht suspendiert, weil ich meinem Captain gesagt habe, dass ich mit dem Rukia unterwegs war, den ganzen Tag alles supi war. Und dann kriege ich doch die Suspendierung reingeknallt. Das war einfach so viel auf einmal. Und dann hatte ich in dem Moment keinen. Ich habe sogar Riley weggedrückt immer wieder, weil ich einfach meine Ruhe haben wollte. Er hat nach mir gesucht und durch Zufall gefunden habe und ihr auf den Sack gegangen bin und sie im Endeffekt dann... Der ist nicht mehr weggegangen. Und wir haben wirklich bis, keine Ahnung, bis 5 Uhr morgens haben wir auf Monchilet gesessen, haben gequatscht und gequatscht und gequatscht. Ich habe mich in dem Sinne ausgekotzt bei ihm. Mhm. Was mir immer noch leid tut, dass ich nicht auf den Sack gehe damit. Aber hat gut getan. Ja, und ich habe dir gesagt, du brauchst dich dafür nicht entschuldigen. Und das habe ich die letzten Tage gebraucht, jemanden, mit dem ich reden konnte. Noch nicht mal mein Freund war da. Und macht jetzt so eine Scheiße. Das ist eventuell mir in Galgen gestrickt. Dass auf die Idee kommt, damit zum Captain zu rennen, das geht gar nicht. Der hätte wirklich erstmal erste Stelle hier versuchen können. Und eigentlich überlegen müssen, wenn mein Auto nicht da ist, dass ich vielleicht unten hier im Weinwood am Haus eventuell essen bin. Oder halt ich hochgefahren wurde und nicht da essen war. Mhm. Also, ich bring mich doch nicht um wegen sowas. Natürlich war ich gestern mega traurig. Aber ich weiß, dass ich das schaffe. Dass du selbst von dir weißt, dass du das schaffst, das ist das Wichtigste irgendwo. Gestern habe ich nicht an mich geglaubt, aber heute schon. Er hat ja auch eine halbe Stunde gedauert, in der ich eintrichtern muss, dass die aufhören soll, so einen Scheiß zu labern. Dass man sich ja nicht mal auf ein anderes Mindset aufsetzen soll. Ich hab sogar gestern eine Backpfeife kassiert. Was, eine Backpfeife? Okay. Ja, frag mich nach, Gary. Mir ging's einfach... ich weiß, ich bin kein Arzt und so, aber manchmal musst du solche Taten oder solche... Entschuldigung. Manchmal musst du halt einfach zu solchen Mitteln greifen, um den Leuten jetzt wirklich unmissverständlich klarzumachen, hör auf, so Scheiße zu denken. Das ist besser als das, was so gut funktionieren. Ja, um die Leute einfach mal wach zu rütteln. Ich war danach wach. Ist zwar nicht unbedingt die erste Wahl, die man nehmen sollte. Ich habe es auch erst versucht mit gutem Reden, aber ich habe halt so eine negative Konditionierung. Die Gedanken, die sie gerade hat, verbindet sie dann mit Schmerz. Das ist tatsächlich nicht die blödeste Idee. Hat geholfen. Danach habe ich ja gelabert wie ein Wasserfall eigentlich. Okay. Sorry. Nachdem sie, wie gesagt, eine... Natürlich habe ich jetzt nicht mit voller Wucht zugelangt, ne, ist klar, aber... Danach ging es auch gut und danach konnte sie auch reden. Und wie sie reden konnte, glaub mir. Ist doch super. Und heute ja auch wieder, wo ich mich aufgeregt habe über meinen Freund, da habe ich ihn direkt habe ich hier Riley direkt angerufen und direkt auch wieder ausgekotzt. Oh nein, was er für eine Scheiße angestellt hat. Okay, das klingt doch an sich gar nicht schlecht. Gut, okay. Ich habe jetzt mal so einen ersten Eindruck bekommen. Ich sage mal, die Grundvoraussetzung, das Ganze wieder in die richtige Richtung geht, sind auf jeden Fall da. Ich hätte gerne noch ein, zwei Gespräche und dann ziehe ich mein Fazit aus. Ist okay? Ja. Ich sage mal auch, dass wir das, sagen wir mal, spätestens am Sonntag, dass wir das Ganze dann durch haben. So lange noch warten. Oh. Ich will meinen Dienst. Ich habe tatsächlich Leute wegen sowas gehabt, die mussten 6 Wochen. Was? Ja, ich sag nur, meine kleinen Rookies hier, meine Schützlinge, die gestern mich angerufen, was ist los, warum bist du suspendiert, weil die seine Mitarbeiterliste gelesen haben. Ich zu den Outtakes so gesagt, ey Leute, macht euch keine Sorgen, das ist nicht wegen euch, weil ich ja mit den Rookies mal Mist gebaut habe, im Privaten. Sagen wir es mal so, wir sind was rumgefahren, uns hat in die Gang gejagt und haben mein Auto zerschossen. Ja gut. Uns ist nichts passiert, ich habe mit denen geredet, alles cool gewesen.
Ja, am nächsten Tag baut ein Rookie einen Autounfall. Huch. Dann wurde mir gesagt, ja, Costa, mach die Rookies nicht kaputt, sonst nehmen wir uns demnächst im Büro. Und die Rookies machen sich Sorgen, dass sie dass ich deswegen suspendiert wurde. Ich so, nee, Leute, keine Sorge, ist nichts wegen euch, macht euch keinen Kopf. Ja, also du siehst auch, also an sich, sie ist auch an sich eine beliebte Person. Oh ja. Gerade bei den Rookies, ne, weil sie halt den Leuten, sie nimmt sich halt auch mal die Zeit, ne, setzt sich dann auch mal, ich sag mal, sinnbildlich hin, erklärt denen das nochmal in Ruhe, damit die das halt auch packen, ne? Und sogar in lustiger Form. Weil ich habe das gemerkt, die, wenn man das hin reinprügelt, bringt das nichts. Die lernen eher und behalten sich die Sachen, wenn man das ein bisschen lustiger gestaltet. Mhm. Deswegen lieben die mich. Deswegen habe ich den Spitznamen Mama Costa von denen. Mama Costa? Mhm. Dann haben die gesagt, die Mama Costa kriege ich Taschengeld. Da hat der andere Rookie den anderen Rookie halt auf die Schnauze gehauen. Und meinte so, ey. Wenn du mal richtig lachen willst, Gary, ne? Sie hat sich aus Spaß eine Perücke mit grauen Haaren geholt, hat sich die aufgesetzt. Und die Rookies haben Angst gehabt, dass sie jetzt deren wären, wegen denen die grauen Haare bekommen hat. Ja, die sie so als, in die Mangel nehmen, sag ich mal. Hast du mich ja gestern auch gesehen, wo ich da hier war, die Haare so. Mhm. Die habe ich gesagt, ey, Rookie, sie bereitet mir so graue Haare. Und die so, sind wir so schlimm? Ich so, ja. Und die so, oh, ist so, das war Spaß. Die haben das echt in dem Moment geglaubt. Ja, dieses Rookie-Trezen, okay. Also. Oh ja, das macht Spaß. Ja, das seh ich dir an. Ich sehe an, dass dir das fehlt. Okay. Oh ja. Ich war eigentlich mit dem einen Rookie noch nicht fertig. Das sollte weitergequält werden. Wir mussten das leider unterbrechen, weil wir Einsätze hatten. Okay. Alles klar. Da hätte ich aber fast gesagt, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich schaue mal, dass wir die nächsten Tage noch ein, zwei Gespräche haben und ich habe mal gesagt, dass ich am Sonntagabend dann meinen Vater ziehe. Und dann. Ja. Kannst du wieder, sagen wir mal, so wie das gerade läuft, kannst du wieder losbörtern. Nicht so viele Rookies kaputt machen. Die Rookies sind sowieso kaputt. Ja, nicht noch kaputt machen. Da krieg ich Ärger mit Hansen, dann sehe ich, welchen Büro zitiert. Alles gut. Ey, der hat das ja noch vor der versammelten Mannschaft gestern erzählt. Ja, alles gut. Ich sag nur, die Laufzettel von meinen drei Rookies, die ich hatte, die sind voller als voll und grüner als grün. Und da habe ich dafür auch gestern Anschiss kassiert. Ey, Costa, lass mir den anderen nochmal Vortritt. Weil die anderen füllen bei den anderen Rookies keinen Laufzettel aus. Ich bin die Einzige, die das macht. Deswegen kloppen die sich schon eigentlich drum, wer mit mir fährt. Mhm. Trotz mit meinem kurzen Problem sind die das locker. Ja. Ich kann gut, dann wissen wir Bescheid, Gary. Jo. Na, dann denk mal morgen dann nochmal noch. Yep. Ja, morgen, spätestens am Sonntag, dass wir noch ein, zwei Gespräche führen und dann, ja. Ja, können wir morgen machen, ich bin eh da. Muss mal schauen, wie ich morgen da bin. Tendenziell wahrscheinlich auch wieder erst gegen Abend. Nicht ganz so spät vermutlich, aber ja. Ich bin eh da. Wunderprächtig. Okay, dann lasse ich euch auch mal wieder nach vorne. Habt ihr das eingetragen wegen den Notfallkontakten? Bei mir ja. Ich habe eine Liste bei mir, ich kann das separat selber ändern. Habe ich ja vielleicht schon. Ah ja. Ich muss die eine Nummer noch rausnehmen, selber. Okay. Die vom Forest. Ich muss mit denen auch noch reden. Das mit der Liste, die du da eingepflegt hast, da wäre ich mir nicht so sicher, dass auch wenn du da drin, Dinge änderst, weil wir machen meistens Kopien von den Listen. Ja, gerade deswegen, weil das mit derjenige muss zustimmen, dass er mit in die Liste eingetragen will, deswegen. Dann guck einfach mal am besten gleich einfach mal bei ihr in die Akte, wenn du gerade Zeit hast. Ja, mach ich. Dann musst du mir sagen, wer alles drin steht. Dann musst du mal sagen, wer raus soll und wer nicht. Weil... Dokumente... Weil man hat mir gesagt, man kann die Liste selber immer ändern. Ich hoffe, du schreist nicht so laut, ne? Mein Bein, nee. Meine Hand, meine Rechte. Nee, ist tatsächlich noch deine Liste. Ja, okay. Mein linkes Bein. Dann guck mal, wenn du in deiner Liste was änderst, ob er das dann ja auch sofort hat. Wunderbar. Tu mir mal einen Gefallen, wenn du Ross das nächste Mal siehst, frag ich mal, wo ist mein Gold? Siehst du das, was ich reingeschrieben habe? Ja. Okay, ja, passt. Ja. Er weiß, wo der kommt. Ich hab von denen noch einen Pounder. Ja, einfach nur McNeil. McNeil ja. Lässt verlauten, wo ist dein Gold? Ja, genau. Er weiß, ich bin eigentlich der Einzige, der ihn das fragt. Kobold, wo ist mein Gold? Aha, gut. Nee, wo ist es? Nee, ich lass Forrest noch drinne, weil ich mit dem sowieso noch reden muss, weil was er gemacht hat, das finde ich nicht richtig, ich muss schon darüber reden. Ja.
Das ist aber deine Baustelle dann. Das, ja. Da musst du Gary jetzt nicht mit unbedingt auf den Geist gehen. Das krieg ich ja hin. Alles klar. Wie gesagt, solltet ihr noch was haben, solltet ihr sein, einfach nochmal herkommen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und wir hören uns wahrscheinlich morgen. Ja. Alles klar. Passt auf euch auf. Ciao. Na, siehst du.